Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück. Das Thema, was ich heute mache, wollte ich schon sehr, sehr lange machen. Und zwar geht es darum, um das Thema Süchte abzuarbeiten oder Gelüste, die zwischendurch während diesem ganzen Prozess aufkommen. Ich werde euch ein bisschen von mir erzählen und dann gehe ich auch nochmal darauf ein, wo die vielleicht herkommen und wie man die dann eben bearbeiten kann und wie das dann jeder auch für sich selber entscheiden kann. Ihr wisst ja selbst, ich finde es gut, wenn man sich nicht selbst labelt oder wenn man ja kein Dogma hat. Das habe ich auch schon öfter angesprochen mit den verschiedenen Ernährungsrichtungen, wenn man dann zum Beispiel nur die Rohkosten macht oder nur Low Fat oder nur das, dies und jenes, dann ist man immer so in dieser Richtung drin. Ja, aber was ist denn, wenn zwischendurch mal wieder einfach so eine Lust nach irgendwas aufkommt? Zum Beispiel eben mal nach einem Salat mit viel Fett oder eben auch mal nach Pizza oder nach Spaghetti oder irgendwas, ja, was so in uns drin steckt. Und die Gelüste, die kommen teilweise nicht nur von unseren Essensgewohnheiten damals, sondern die können eben auch noch von unseren Vorfahren in uns drin stecken, ja. Das kann sein, dass wir während diesem Prozess, dass dann irgendeine Lust oder auf irgendwas, ja, nach einem Lebensmittel kommt, was wir auch nie in diesem Leben gegessen haben. Das kann auch kommen, ja. Das kann von unserem Vorfahren kommen, das kann natürlich durch äußere Reize kommen, die wir wahrnehmen, weil wir eben Bilder sehen oder weil wir Gerüche aufnehmen, weil wir durch irgendein Einkaufscenter zum Beispiel gehen oder irgendwo an einer Imbissbude vorbei oder was auch immer. Dann kann es sein, dass man da eben mal Gerüche aufnimmt und speichert der Körper auch irgendwo und irgendwann kann das dann mal rauskommen und dann sitzt man da und auf einmal merkt man so, boah, jetzt habe ich Bock auf keine Ahnung, auf eine Pizza oder sowas. Ja. Das kann dann eben ganz normal dann so rauskommen in dem Moment. Ja, und was macht man dann jetzt? Ne? Es gibt Menschen, die haben sehr viel Disziplin und die gehen da einfach durch. Die schaffen das ohne Probleme und die können diese Lust oder diese Sucht nach irgendeinem Lebensmittel, die können die dann ganz normal aufarbeiten. Ja? Das ist die eine Variante. Aber jetzt muss ich sagen, das schaffen die wenigsten. Ja? Die Variante, die ich favorisiere, ist, dass wenn auf diesem Weg, auf diesem Prozess, je nachdem, wo ihr hin wollt, ja, manche, die wollen ja sich einfach nur pflanzlich ernähren, ja. Und dann ist da alles inkludiert, also auch gekocht, also auch Pizza und so weiter. Aber diejenigen, die eben auch weitergehen wollen und dann eben nur rein pflanzlich oder nur roh mal irgendwann oder noch höhere Ebenen, ja, für die ist es dann wichtig, sich um diese Süchte auch mal abzuarbeiten ab einem gewissen Level. Es kann nämlich sein, dass ihr zum Beispiel 2, 3, 4, 5 Jahre euch total pflanzlich ernährt. Und auf einmal bekommt ihr Lust auf eben die Pizza, die ich schon angesprochen habe. Was macht man dann? Dann hat man einmal die Möglichkeit, sich eine Pizza zu machen in dem Rahmen, in dem man sich ernährt. Das heißt, wenn es zum Beispiel roh ist, eine Rohkostpizza. Wenn man sich High Carb ernährt, eine High Carb Pizza. Ja. Diese Variante gibt es. Oder man geht eben komplett steil und isst eben einfach diese Pizza für eine Zeit lang, ist das für eine Zeit lang, ja, und dann verschwindet irgendwann diese Lust danach darauf. So, dann hat man das quasi abgearbeitet. So kann es zum Beispiel auch sein mit Schokolade, ja. Viele von uns bekommen auf dem Prozess, und das passiert bei sehr vielen, bekommen Lust auf Schokolade wieder. Jetzt sagen einige, ja, man kann dann hier Mineralien nehmen und sowas. Ja, das funktioniert bis zu einem gewissen Level sehr gut, ja, wenn man dann grüne Lebensmittel einbaut zum Beispiel. Dann füllt man den Mineralspeicher wieder und dann gehen in sehr vielen Fällen diese Gelüste auch wieder weg. Wenn aber nicht und diese Gelüste sind immer noch da, was macht man dann? Dann bin ich der Freund davon, dass man eben diese Gelüste abarbeitet. Und dann kann man sich auch wieder entweder eine vegane Schokolade holen oder man macht sich selber eine Rohkostschokolade. Wie auch immer, ja, wie ihr das dann auslebt. Und wenn es auch eine Schokolade ist, keine Ahnung, wo sonst was drin ist, ja, wenn ihr das für den Moment fühlt und wenn ihr merkt, ihr kommt aus dieser momentanen Sucht nicht raus, dann arbeitet diese Sucht ab, ja. So lange, bis es abgearbeitet ist. Weil erfahrungsgemäß, und das habe ich bei vielen gesehen und den Tipp gebe ich auch im Coaching so weiter, ist das eben, wenn man eine Zeit lang dann wieder dieses bestimmte Lebensmittel isst, verschwindet die Sucht von ganz alleine. Die verschwindet von ganz alleine. A, weil man sich vielleicht nicht so gut fühlt damit. B, weil der Hunger danach verschwindet, weil man das einfach dann so oft hatte. Ja, und das sind dann eben die Möglichkeiten, wie man das abarbeiten kann. Bei mir, ich kann euch mal ein Beispiel geben. Bei mir war so dieses Thema damals am Anfang Marzipan. Das war im ersten Jahr, hatte ich so Lust gehabt immer auf Marzipan. Dann habe ich mir das dann nachgemacht eben mit, was habe ich denn damals reingemacht? Ich glaube, das war aus Mandeln und aus Agavendicksaft und noch irgendwas. Und dann habe ich das mal für
für ein paar Wochen lang jeden Tag gegessen, ja, und dann war Feierabend. Dann war das weg, dann kam das nie wieder. Dann kam ungefähr nach 2 oder 3 Jahren war das, glaube ich, kam nochmal so diese Käsesucht auf, wo ich dachte so, boah, wo kommt denn das her, ne? Hätte ich jetzt auch einfach wieder ein Stück Käse essen können. Ich habe mir dann eben aus Nüssen und Samen habe ich mir dann eben immer Nusskäse gemacht und habe das dann eben auch für eine Zeit lang gegessen und dann war das wieder vorbei. So, und wenn ich die letzten Jahre gemerkt habe, okay, dann kam nochmal irgendwie so eine Lust nach Käse oder so auf, dann habe ich mir dann zum Beispiel einfach selber wieder welche gemacht oder ich habe mir dann einfach mal ein Happy Cheese geholt, also ein Happy Cashew heißt das ja jetzt. So mal zu sehen, wie ich das dann abgearbeitet habe. Was jetzt momentan noch vorherrscht, dass ich früher als Kind habe ich sehr, sehr gerne Schokomilch getrunken. Ja. War ich absoluter Fan davon, habe das total geliebt. Im Sommer wie im Winter warm, im Sommer kalt. Und das war einfach so drin bei mir, ja, als Kind und auch später noch als Jugendlicher. Und da bin ich manchmal nachts nach Hause gekommen, habe mir kalte Milch aus dem Kühlschrank genommen, habe Kakao eingerührt und habe das dann getrunken. Das habe ich geliebt, ja. Und deswegen hatte ich in einem der letzten Videos gesagt, eben, dass ich jetzt auch ab und zu mal Hafermilch trinke, die von Oatly, die entweder die Vanille-Hafermilch oder die Schoko-Hafermilch. Das ist jetzt auch momentan das, was ich damit dabei habe, ja. Also ich habe jetzt sehr oft Phasen, wo ich einfach nur trinke, ja, und dann ist dann eben am Nachmittag ist dann eben so eine Schokohafermilch mit dabei. Ich weiß, das ist vielleicht für den einen oder anderen, der sich draußen jetzt denkt, oh, das ist doch nicht optimal und so, aber ich sehe das halt, das ist halt jetzt so bei mir, ja. Ich weiß, dass das nicht dauerhaft sein wird und ich arbeite das jetzt ab, so. Und ich weiß halt, ich bin ein Typ, ich könnte da auch mit Disziplin durchgehen, aber ich möchte die Sucht lieber abarbeiten, dass die irgendwann nicht wiederkommt. Also ja, jetzt es ist ja in dem Sinne keine Sucht, das sind halt auch Kindheitserinnerungen, die da mit reinspielen bei vielen. Das soll ich nochmal verdeutlichen, wenn sowas aufkommt, dann, wie gesagt, habt ihr den Weg der Disziplin, was in den meisten Fällen nicht funktioniert, und ihr habt den Weg der Abarbeitung. Und ich bin der Freund von der Abarbeitung, weil dann kommt es nämlich nicht mehr wieder. Ich gebe euch jetzt nochmal ein Beispiel. Brother Air, der seit fast 40 Jahren die schleimfreie Heilkost praktiziert, über ihn mache ich jetzt auch noch ein Video demnächst. Er hat die ersten 10 Jahre auch immer größtenteils Obst und Gemüse dabei gehabt, auch gedämpftes Gemüse, gebackenes Gemüse. Hat auch mal einen Bananenkuchen mit dabei gehabt. Hat aber zwischendurch immer wieder seine rein pflanzlichen Phasen gehabt, hat auch immer wieder mal Kurzzeitphasen gemacht. Und dann kam im 10. Jahr bei ihm, kam so seine alte Lust nach Erdnüssen wieder zurück. Weil früher hat er immer Erdnussbutter gegessen mit Fruchtmarmelade. Das hat er dann gemacht, eben das hat er kombiniert mit getoastetem Toast. Und das hat er dann für 4 Jahre lang täglich gegessen. Da hat er auch dann mal zwischendurch immer wieder mal so ein paar Tage gefastet. Aber größtenteils hat er dann immer am Nachmittag oder Abend hat er dann eben dieses Toast gegessen mit Erdnussbutter und eben dieser Fruchtmarmelade. So. Das hat er für 4 Jahre lang durchgezogen. Nur mal, um zu zeigen, wie lange manchmal sowas dauern kann, ja, ohne dass man sich verurteilt und dass man das macht. Das gehört zur Umstellung mit dazu. Das ist ganz wichtig zu wissen. Nach den 4 Jahren war das dann abgearbeitet. Das kam dann nicht wieder zurück. Und das ist auch mal interessant zu sehen, ja. Und warum erzähle ich euch das? Ich erzähle euch das einfach, um euch auch wieder mal die Ängste zu nehmen, wenn sowas aufkommt zwischendurch und man isst es dann mal. Und ja, na klar, man fühlt sich dann vielleicht auch mal nicht so gut. Genau dieser Erfahrungswert, den zu haben, der bringt uns letztendlich später mal auf ein höheres Level. Und das wusste auch Brother Air damals, ja. Aber er hat den Prozess so oder so für eine lange Zeit angelegt, weil er gewusst hat, okay, die Umstellung, die Umstellung, die Umstellung, da lege ich die ganze Arbeit rein. Irgendwann ist die Umstellung abgeschlossen und was er heutzutage macht, er eben seit 2002 insgesamt 4 Jahre gegessen hat. Und den Rest der Zeit hat er gefastet. Das müsst ihr euch mal überlegen. Aber er hat natürlich davor, 20 Jahre davor, hat er eben die Umstellung praktiziert. Ist da auch durch Höhen und Tiefen gegangen. Das gehört alles mit dazu auf dem Weg. Und das möchte ich eben auch nochmal verdeutlichen. Ja, wenn sowas aufkommt bei euch. Ich meine, heutzutage ist das Schöne an der heutigen Zeit, es gibt für alles eine Alternative. Dann könnt ihr zum Beispiel von damals ein Menü, was ihr gerne gegessen habt, könnt ihr heute ummünzen auf vegetarisch, vegan oder rohköstlich, je nachdem, in welchem Level ihr euch bewegen wollt. Ja, das kann man ummünzen. Oder wenn ihr es nicht ummünzen wollt und wenn ihr wirklich nur mal dieses Lebensmittel essen wollt oder müsst oder was auch immer, weil ihr das braucht gerade, dann zieht das eben durch. Habt das für eine Zeit lang dabei und in den meisten Fällen merkt ihr dann auch schon mit der Zeit, okay, jetzt reicht's, das war's jetzt.
jetzt brauche ich das nicht nochmal, jetzt habe ich das abgearbeitet. Diese Erfahrung ist da eben nochmal ganz, ganz wichtig, die dann auch zu machen. Ja, ich weiß, jetzt sind wieder viele von euch da draußen und sagen, ah, das ist aber nicht ideal und das ist total gefährlich. Nee, das ist nicht gefährlich. Gefährlich ist, wenn man sich für zig Jahre, ja, für wirklich viele, viele Jahre, sich gegen seine innere Stimme entscheidet. Ja? Und wenn die immer lauter wird und immer lauter wird und man dem dann nicht nachgeht, dann arbeitet man gegen sich selber und dann fließen ganz andere Prozesse nicht mehr und dann schafft man sich noch ganz andere Blockaden im Körper, die man da gar nicht möchte. Ja? Und deswegen sage ich, lasst immer alles im Flow und wenn mal solche Sachen zwischendurch aufkommen, dann arbeitet die einfach ab. Okay, ihr Lieben. Also, in diesem Sinne, was habt ihr für Erfahrungen damit gemacht? Habt ihr das auch schon erlebt, dass so irgendwelche ja, Gelüste nach alten Lebensmitteln oder nach alten Mahlzeiten wieder hochgekommen sind? Und wie habt ihr das verarbeitet? Schreibt das gerne unter das Video. Ich freue mich über eure Erfahrungen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, schreibt die gerne auch unter das Video.